Tja, das wird nichts. Da werden beide Goldsammler jetzt gerade abgeschlachtet. Das heißt, bis ich denen Hilfe schicken kann, genau, werden sie getötet. Macht nichts, ich kann einfach 6 neue gleich ausbilden. So, ihr baut mir bitte noch einen Tempel hier irgendwo hin, dass wir die Reliquie einsacken können. Ja, und das hier ist... Oh, das hier ist echt nicht so gut. Die kann ich ignorieren, aber hier drüben... Das macht schon böse Aua. Wenn sie hier gleich durchbrechen. Gereg, UIR. Irifer, Ak. Genau, beide Türme einreißen und alles. Und ich könnte hier theoretisch auch noch ein paar neue Goldsammler ausbilden. So. So, das heißt Turm und Mauer und alles reparieren. Und einfach hoffen, dass sie hier drüben friedlich bleiben. Gut, machen wir mal ein paar Axtkämpfer und ein paar Speerkämpfer. Tempel ist errichtet. Das Ding kann weg. So, du hilfst beim Reparieren. Und dann bauen wir hier mal ein paar Häuser. Und hier am besten auch ein paar. So. Hier sind übrigens noch ein paar Ziegen. Und ja, ich wollte ja hier Verbesserungen erforschen, aber jetzt habe ich mittlerweile kein Gold mehr dafür. Beim Augenblick geht ein Haufen Gold dadurch verloren, dass ich hier alles wieder reparieren muss. Au, wo willst du denn hin? Na, du bist eh gleich tot. Okay. So, ich habe einen Pegasus bekommen an irgendeinem Tempel. Den kann ich ja mal losschicken zum Erkunden. So. Ihr errichtet hier oben die Goldsammlung mal neu. 2 Priester könnten nicht schaden. Oh. Mach das Ding kaputt. Okay. Wir werden auf jeden Fall hier durchbrechen. So. Pharao ist noch hier beschäftigt. Wir brauchen dringend mehr Gold. Das heißt, du wirst noch da oben hingeschickt zum Gold sammeln. Ja, wie man sieht, die Mission braucht wirklich Zeit. Und du wirst noch da oben hingeschickt. So, das heißt, wir haben 4 befestigte Dorfzentren. Wir haben jetzt mehr als genug Platz für Einheiten. Und das sollten wir auch dringend nutzen. Wobei ich immer noch dazu tendiere, erstmal ins nächste Zeitalter. Das hier könnte ich mal erforschen, dass meine Dorfbewohner mehr aushalten. Und das hier. Oh, und ich habe hier Truppen. Sehr schön. Truppen zu haben ist immer gut.
So, jetzt aber erstmal noch die Forschungen zu Ende bringen. Das ist so das Wichtigste. So, hier brauchen wir gleich erst gucken, ob wir durchkommen. Wir gucken erst hier oben, weil in der Richtung ist auch Akanthos. Etemos. Lege esto. Wir haben ein paar Zelte. Ja, wir haben mehr als genug Bevölkerungslimit auf jeden Fall. Ich habe noch meine beiden Huskarle, die kann ich mal losschicken, den Priester da, der da ein bisschen Stress macht, auszuschalten. Und ja, hier ist die Verteidigung definitiv ziemlich dünn. Hier können wir nicht lang am Strand. Wir können uns auf jeden Fall zu dieser Reliquie vorschlagen. So. Die bauen fleißig wieder Gold ab. Wir haben genug fürs nächste Zeitalter. Nehmen wir am besten Osiris. Warum nicht? Und du sollst das Dorfzentrum, in dem es geforscht wird, verbessern, dass wir schneller forschen können. So, währenddessen, Kriegselefanten sind bereits Elite. Ich hätte aber auch gerne Streitwegen, wenn ich ehrlich sein soll. Weil das sind ziemlich starke Bogenschützen eigentlich. Die Kamelreiter können wir mal außen vor lassen. Ja, hier kommt wieder ein kleiner Angriff, aber den können wir super abwehren. Gib mir mal noch ein paar von denen hier. Und ein paar Speerträger, weil die schön günstig sind. Ja, und das Ding müssen wir schleunigst loswerden. Das macht nämlich definitiv zu viel Damage. So. Okay, letztes Zeitalter erreicht. Neues Königreich. Osiris beschließt, dass das Reich von zwei Pharaonen. Das ist sehr mächtig. So, und dich können wir jetzt zu einem Superpharaon machen. So, das heißt, wir können jetzt hier die guten Verbesserungen bauen. Sind Eisenwaffen teuer. Trotzdem brauchen wir sie. Und am besten sollten wir noch die Münzprägung erforschen, solange wir das Gold dazu haben. Damit Karawanen schneller laufen. Gut, sehr schön. Auf mythische Einheiten will ich mich mal gerade nicht so beschränken. Übrigens, wenn es die Sklaven hier von Abydos geschafft haben, die Sandhaufen aufzutürmen, dann kommen hier Kreaturen aus der Unterwelt und töten alles. Pyramide des Osiris übrigens. So. Wie wollen wir weiter vorgehen? Kamelreiter verbessern, nicht unbedingt. Lieber Wagenschützen. Und ihr beiden, ihr könnt die ersten Felder hier anlegen. Dass wir wieder schneller an Nahrung kommen. Ach ja, und das erforsche ich auch mal. So. Ich brauche auf jeden Fall noch Truppen hier drüben. Da ist übrigens mein neuer Pharao. Pharao. Ich mache mal 5 Axtkämpfer hier in der Kaserne, die ich allesamt darüber schicke. Du bist übrigens Holzfäller. Also errichte mal hier in der Nähe.
Übrigens scheinen die Angriffe sich zurzeit ziemlich stark hier drauf zu konzentrieren. Auf die Verteidigung. Was gut ist, dann kann ich hier nämlich Truppen für den Angriff sammeln. So, erstmal Elite-Schleuderkämpfer. Eigentlich theoretisch müsste ich meine beiden Katapulte mal einfach rausschicken. Das Ding hier einreißen, den Turm. Weil scheinbar scheinen von der Seite keine Angriffe zu kommen. Also können wir uns da ruhig ein bisschen raustrauen. Die beiden Türme einreißen. So, während die beiden sich da am Gold durcharbeiten. So, ich bilde mal 5 Wagenschützen aus. Ich verbessere Speerkämpfer und Axtkämpfer. Und da ist mir schon wieder das Gold ausgegangen. So, euch beide ziehe ich jetzt mal zurück. Ihr habt genug Arbeiter außerhalb geleistet. Was bist du? Kavallerieeinheiten und Wagenschützen, höhere Lebenspunkte. Das nehme ich gerne mit. Und bringst du beide Tempel. So, bessere Schilde. Nein, erst bessere Brustpanzerung. Das Gold dafür dürfte jetzt gerade noch so reichen. Und dann kann ich die Goldmine, die scheint ja jetzt sicher zu sein, anfangen, wenn die aufgebraucht ist. Ah, Brustpanzerung. So. Habe ich ein paar Truppen? Jo, ich habe Entsatztruppen für hier. Und ein bisschen mehr Sichtweite durch die Priester-Obelisken wäre auch nicht schlecht. Mythische Einheiten, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Aber ich kann die Priester verbessern und die Pharaonen. Das kostet echt zu viel Nahrung, die ich nicht habe. Die Kaserne soweit zu verbessern. Holz brauche ich nicht. Extra Schaden gegen Geschützschiffe und zwangsrekrutierte Matrosen brauche ich alles nicht. Oh, das ist nicht so gut. Ihr beide da oben, ihr Speerträger, hört auf, meine Goldsammler anzugreifen. Das mag ich jetzt gar nicht. So, dankeschön. Und ihr macht das Ding hier kaputt. Das nervt nämlich nur so. Streitwagenschützen haben wir. Wie viel? Mehr Schleuderkämpfer hier auf jeden Fall. Und noch eine Kompanie Speerkämpfer. Ach ja, das ist jetzt niedlich. Dass sie da ein paar Streitwagen schicken, meine Katapulte zu töten. Ich könnte meine Türme verbessern. So, mache ich auch einfach mal. Das müsste ich noch erforschen. Aber dazu fehlt mir das Holz. Ich ziehe mal meine ganzen... Na wohl, ihr könnt hier hacken.